Hier bin ich wieder, Nicola Lange. Ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt Schauspielerin bin. Das ist jetzt schon über 2 Wochen her. Und da jetzt immer noch nichts passiert ist, das Fernsehen nicht angerufen hat und so, da dachte ich, da muss ich mich jetzt mal selbst drum kümmern. Ich habe mir ein extra neues Marke abgekauft, hier, können Sie sehen. Und bin dann direkt, ist ja so meine Art, zu RTS 1 rein und habe gesagt, die sollen mir mal eine Rolle geben, aber eine anständige, zack, zack, hier. Da fragt mich doch so ein junger Snösel, ob ich denn überhaupt eine abgeschlossene Berufsausbildung als Schauspielerin habe. Na, dem habe ich aber was erzählt. Junger Mann, habe ich gesagt, die Schule ist ja wohl das beste Leben. Und das, was die da so machen, so hin und her rennen, ständig Spiegeleier braten wie Mutter Beimer, irgendwas erzählen oder mit den Kerls flirten, das kann ich ja nun schon lange, ne? Ich kann ja durchaus auch charmant sein, wenn ich das denn möchte und wenn auch jemand nett zu mir ist. Aber der war nicht nett zu mir. Jedenfalls hat er mich denn tatsächlich gefragt, ob ich alleine rausfinde oder mir dabei jemand helfen soll. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Es ist unglaublich. Wirklich absolut unglaublich. Und jetzt gehe ich ins Internet und dann buche ich mir mal direkt einen Flug nach Hollywood und dann wollen wir doch mal sehen, ne? Das wird ihm noch sowas von leid tun, dass er die Chance jetzt vertan hat, da die Karriere, die ich da bei ihm hätte machen können, da einfach zu versemmeln. Und dann sorge ich dafür, dass er aus seinem Job fliegt. So. Danke fürs Zusehen. Nicola Lange.